Moin moin, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin heute wieder unterwegs. Das erste Mal ist Schnee gefallen. Ich bin gerade wieder auf dem Weg hier in unseren nahen gelegenen Stadtwald und wollte mich hier mal ein bisschen umschauen, was ich hier so beim Schnee entdecken kann. Und vielleicht im besten Fall natürlich auch noch fotografieren kann. Auf dem Weg habe ich tatsächlich noch nicht allzu viel gesehen. Einige Meisen natürlich, Kohlmeisen, Blaumeisen, aber auch, das sieht man da hinten vielleicht gerade auf dem Weg, aber auch einige Amseln. Amseln sind momentan super viele unterwegs und die zanken sich wirklich in einer Tour ohne Ende. Ich weiß nicht, ob es bei denen durch den Schnee und so weiter schon um das Futter geht, die futterneidisch sind oder was auch immer bei denen los ist. Auf jeden Fall konnte ich zwei Amseln bei uns quasi direkt vor der Haustür beobachten. Wir haben so ein kleines Stück Busch, wo so ein Zaun dran ist. Und da sind die Amseln natürlich gerne drin, weil da natürlich kein Schnee liegt und die Blätter da noch relativ frei sind. Und genau dort in den Blättern, das ist das Gebiet von den Amseln, da schauen die sich um. Da ja, sieht man immer ganz, ganz viel. Die Amseln, die touren da rum und nehmen jedes einzelne Blatt hoch und schauen da unter. Die suchen natürlich Insekten und streiten sich dabei immer. Und was man da immer ganz gerne oder ganz gut beobachten kann, wenn man nicht genau weiß, wo sowas passiert, an den Wegrändern, ganz witzig, ich habe auch einige Fotos davon gemacht, sind die Blätter von den Amseln immer, die aufgewühlt wurden, so schön auf dem Gehweg gelegt. Dann sind da mal so kleine, ja, so kleine Häufchen, die da aus dem Zaun quasi rausragen. Das sieht ganz witzig aus. Hier sehe ich jetzt auch gerade, hier wo ich jetzt gerade bin, hier am Wegrand. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera so gut erkennen kann. Aber da sieht man eben genau das, was ich eben angesprochen hatte. Mit diesen offenen Stellen. Und hier wird das auch ganz sicher, hier habe ich eben auch ein paar Amseln gesehen. Ganz sicher eine Amsel gewesen sein, die sich hier umgeschaut hat und die hier auf der Suche nach Insekten war. Wir haben wieder wunderbares Wetter heute. Wieder super windstill, wirklich kein bisschen Wind hier. Sonnenschein, strahlender Sonnenschein, blauer Himmel, wundervolles Wetter zum Rausgehen. Wirklich eine richtig klare Luft. Ich bin gerade hier um die Mittagszeit, wir haben es gerade so, ich würde sagen, 11:45 ungefähr. Mal schauen, was sich hier so antreffen lässt. Im letzten Video, wer es gesehen hat, weiß es, habe ich hier im Stadtwald ja einen Buntspecht, habe ich hier im Stadtwald ja einen Grünspecht sehen können. Und was mir erst im Nachhinein aufgefallen ist, ganz interessant eigentlich, oder ganz spannend, die Grünspechte, die sind relativ gut zu unterscheiden, also das Männchen und das Weibchen an dem, ja, ich nenne es mal Bart, hier unten so an der Linie. Da haben die Männchen nämlich einen roten Strich oder sind da rötlich gefärbt. Und die Weibchen hingegen gar nicht. Die Weibchen sind da einfach nur schwarz und haben da überhaupt gar keine rote Färbung am Gefieder. Und ich habe im Nachhinein gesehen, der erste Grünspecht, den ich fotografieren konnte, den mit der Sonne, eine ganz klare rote Färbung gehabt. Und der war entsprechend natürlich ein Männchen, aber der zweite, den ich nicht so gut hinbekommen habe leider, aber den ich ja auch ein, zweimal fotografieren konnte, gegen das Licht allerdings, da habe ich überhaupt keine rote Färbung sehen können. Das heißt, das wird wahrscheinlich ein Weibchen gewesen sein. Insofern haben wir hier, wie es aussieht, ein Pärchen, ein Grünspechtpärchen, das sich hier in den Wald rumtreibt. Wirklich super cool. Ja, ich gehe jetzt nochmal zu dem Spot, wo ich letztes Mal den Grünspecht sehen konnte und schauen wir das da nochmal an, denn am Samstag war ich dort, heute haben wir jetzt Dienstag und am Sonntag waren wir auch nochmal hier im Stadtwald an der gleichen Stelle tatsächlich und haben dort auch nochmal einen Grünspecht gesehen. Den haben wir allerdings noch relativ kurz gesehen,
Der hat sich. Und da oben sind sie. Vielleicht gewesen. Vielleicht waren es auch Tauben. Ich konnte es nicht genau sehen. Auf jeden Fall, was ich erzählen wollte, an dieser Stelle haben wir den Grünspecht tatsächlich auch nochmal gesehen. Der war nur am Baum von der Rückseite, also von uns aus gesehen auf der Rückseite. Das heißt, ich konnte leider auch keine Fotos machen und habe da auch keine Aufnahmen dann entsprechend hinbekommen. Aber nichtsdestotrotz, wir konnten ihn dann im Flug, als er weggeflogen ist, dann doch noch sehen und ganz gut erkennen, dass es tatsächlich der Grünspecht war. Der ist allerdings dann direkt weiter hier aus dem Stadtwald rausgeflogen und hat sich dann auch nicht mehr blicken lassen. Aber was wir an dem Tag noch sehen konnten, waren viele Eichelherden. Da konnte ich tatsächlich dann auch ziemlich viele gute Aufnahmen machen. Und davon kann ich euch ja mal ein paar mit reinblenden. Was ich hier natürlich heute gehofft habe, ist einige Aufnahmen von Vögeln auf Bäumen im vielleicht noch mit Schnee bedeckten Ästen zu machen. Leider muss ich jetzt allerdings feststellen, hier um 12 Uhr, um die Mittagszeit, ist die Sonne dann doch schon ein bisschen kräftiger gewesen, trotz unseren minus 3 Grad. Und auf den Bäumen selber ist tatsächlich nichts mehr an Schnee vorhanden, nur noch unten ein bisschen. Aber das war es dann auch. Das heißt, so ein Foto werde ich heute leider nicht hinbekommen. Aber den Rest der Woche ist ja auch noch ganz gut was angesagt, was Schnee angehen soll. Also da soll noch einiges runterkommen. Insofern, vielleicht habe ich da noch mal Glück. Und hier schaue ich jetzt mal, dass ich ein Sommergoldhähnchen oder ein Wintergoldhähnchen fotografieren kann. Denn da hinten, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut sieht, ist tatsächlich gerade eins. Es turnt da vorne noch rum. Ich glaube, ich habe schon ein, zwei Fotos machen können, wo man es ein bisschen sieht, aber ich habe es noch nicht so richtig erwischen können. Da ist es wieder. Ich hatte ja im letzten Video schon mal erwähnt, der immer mal versucht, ein Foto zu machen von einem Sommer- oder Wintergoldhähnchen beim Flug, in diesem Kolibri-Flug. Das ist hier natürlich die perfekte Stelle für, aber leider habe ich es bis jetzt immer noch nicht hinbekommen. Vielleicht ist ja heute der Tag dafür. Schauen wir mal. Ja, ich bin jetzt hier an so einem Busch, so einem Strauch angekommen. Mit so Tannen hier. So, wie man es auf der GoPro gut erkennen kann, was das für einer ist. In dem sind auf jeden Fall immer die ganzen Wintergoldhähnchen und Sommergoldhähnchen unterwegs. Aber was auch super interessant ist, was ich bis Sonntag jetzt auch noch nicht wusste, dass an diesen Büschern oder in diesen Büschern auch immer viele Kleiber unterwegs sind und sich da anscheinend irgendwas rauspicken. Irgendwie Nahrung, ich weiß nicht, ob sie da irgendwelche kleinen Früchtchen finden oder was von den Tannenabzweigen, ich weiß es nicht. Oder Insekten dort suchen. Auf jeden Fall konnte ich da des Häufigeren einige Kleiber drin beobachten. Und konnte auch einige Fotos von ihnen machen. Wunderschöne Fotos sind es geworden, wirklich. War tatsächlich sehr interessant. Das war mir bis dahin auch noch nicht bekannt. Ja, hier an dem nächsten Baum, wo ich jetzt gerade bin, da ist wieder zu sehen mit den Amseln. Überall da, wo tatsächlich irgendwie Blätterhäufchen sind, da sind die und suchen unterm Schnee. Unter den Blättern nach Insekten. Hier sieht man es nochmal ganz gut. Beim nächsten Baum auch noch was zu sehen. So hinterlassen die Amseln dann immer die Bäume und suchen sich da ihre Tierchen aus. Kann man immer ganz gut erkennen. Hier an diesem Baum, hier vor mir, dieser hier, sieht man ihn gut sieht. Ich glaube, es geht einigermaßen hier oben. Da ist so ein kleiner Ast drüber. Also nach rechts geht. Und da konnte ich gerade eine ganze Zeit lang, bestimmt 5 Minuten lang, eine Blaumeise beobachten, wie sie wirklich akribisch vom Stamm aus nach außen hin den Stamm abgesucht hat. Nach, ja, ich würde mal sagen, kleinen Insekten, irgendwelchen Würmern, irgendwas in die Richtung.
aber die hat tatsächlich quasi keinen Zentimeter des Stammes ausgelassen, des Asts, und ist immer so ein bisschen in kreisförmigen Bewegungen um den Ast rumgeflogen, so dass sie da auch ja nichts übersieht. Und hat tatsächlich den ganzen Ast abgesucht. Also tatsächlich sehr interessant auch zu schauen, wie strukturiert doch auch die kleinen Vögel, also auch die Blaumeisen, auch die Kohlmeisen oder vielleicht sogar gerade die, bei der Futtersuche irgendwie sind, damit die auch ja nichts übersehen. Gerade bei so kalten Tagen wie heute mit Schnee und Minusgraden ist es natürlich umso wichtiger, dass sie da nicht irgendwas übersehen. Das war auf jeden Fall sehr, sehr cool mit anzuschauen. Ich bin wieder ein paar Meter weitergelaufen. Hier konnte ich jetzt gerade einige Kleiber tatsächlich ganz gut beobachten. Ich habe das Gefühl, das sollte wohl gerne fotografiert werden, wie es aussah. Also, hier konnte ich eben gerade noch ein paar kleine Kleiber beobachten. Und ich finde ja immer, Kleiber sind relativ schwer zu fotografieren. Denn Kleiber sieht man meist immer auf den Stämmen sitzen oder aber direkt am Baumstamm sitzen. Das heißt, auf den Stämmen ist natürlich immer doof, man kommt meistens von unten. Das heißt, man sieht die relativ schlecht oder wenn dann nur ein Teil des Vogels, und an den Stämmen ist er meistens sowieso auch doof, weil dann hat man den Vogel nicht so schön freigestellt und meistens noch den ganzen Stamm im Hintergrund. Insofern kein schönes Bouquet, keine schöne Tiefenunschärfe und so weiter. Hier konnte ich jetzt aber eben ganz gut den Kleiber an diesem Baum hier beobachten, und aus meinem Winkel, aus dem ich stand, hat er tatsächlich auch dieses typische Kleiberbild gemacht, also dass er so ein bisschen sich mit seinem Oberkörper und seinem Kopf weggestreckt hat vom Stamm. Und ich glaube, ich konnte ihn da ganz gut festhalten und ganz gut freistellen. Auf jeden Fall eine sehr schöne Aufnahme gewesen, die ich auch erst einmal machen konnte. Kann ich euch ja hier auch nochmal einblenden, das Foto, was ich meinte, was ich so schon mal machen konnte. Ansonsten habe ich tatsächlich den Kleiber immer relativ schlecht nur drauf bekommen, also wirklich von unten oder aber direkt vorm Stamm. Insofern sehr, sehr cool, dass mir das gelungen ist. Ja, ich konnte ansonsten noch einige Meisen fotografieren. Auch im Flug, glaube ich, habe ich ein, zwei Aufnahmen gemacht, die ganz gut eingefroren sein könnten. Das ist ja relativ helles Licht. Das heißt, ich habe mit einer 2500stel Sekunde heute fotografiert. Zumindest die meisten Fotos. Das könnte was geworden sein. Müssen wir aber am PC nochmal genauer anschauen. Und ja, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Die Stunde, die Pause ist leider um. Jetzt geht's wieder an die Arbeit. Man muss ja jede freie Minute auf jeden Fall nutzen, um ein bisschen in der Natur zu sein. Insofern an der Stelle auch nochmal für euch, kann ich euch nur ans Herz legen, das auch in jeder Pause zu tun, ein bisschen rauszukommen, ein bisschen die Natur zu genießen, ein bisschen frische Luft zu schnappen. Und danach geht die Arbeit dann doch noch viel besser vonstatten. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag an der Stelle. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Bis dahin, mach's gut.